Hi, ich bin Clarissa und ich bin Teil des Social Media Teams der EKHN und ich bin heute für euch hier auf der Ideenmesse in Gießen unterwegs. Das Motto ist Next Generation und ich möchte herausfinden, was Kirche der Zukunft braucht. Also kommt mit! Ich habe hier gerade dieses Schild entdeckt, fromme Fritten, und habe mich gefragt, was das ist. Und hier ist der Experte. Hi, ich bin Philipp Reko und bin Vikar in Hattersheim. Fromme Fritten, das hat was mit Pommes zu tun und hat was mit Kirche zu tun. Wie kann man denn über Pommes ins Gespräch kommen? Da ist die große Frage, wer mag denn keine Pommes? Das zieht doch immer schon von klein an. Da habe ich gedacht, wenn es Pommes gibt, dann kommen bestimmt auch viele Leute. Und zusammen essen gehört ja auch immer dazu bei uns in der Kirche und dabei Gespräche führen. Warum bist du auf der Ideenmesse? Also ich war erstmal überrascht, dass das in der EKN-Kreise mein Gemeindeprojekt so große Kreise gezogen hat. Das war auf der Homepage. Ich hatte das gedacht, wir machen ein kleines, gemütliches Projekt in Hattersheim. Und ich habe gedacht, anscheinend ist da ein Interesse da. Und dann habe ich gedacht, ist das eine tolle Möglichkeit. Jetzt ist die Ideenmesse eine Woche nach unserem Projekt in Hattersheim, das mal anderen zu präsentieren und Mut zu machen, einfach mal Dinge zu machen. Hier steht, Konfis machen Wein. Ich bin 20. Ich habe auch meinen eigenen Wein hier gemacht. Das war mein Jahrgang. Ja, und wir haben auch jemanden da, der den neuesten Jahrgang gemacht hat. Hau mich mal an. Ich rieche keinen Wein. Darfst du überhaupt Wein trinken? Probieren, ja. Also angefangen hat es 2010, 2011 und es wird bis jetzt noch weitergeführt und natürlich dann wahrscheinlich hoffentlich auch die nächsten Jahre. Dieser Konfi-Wein hat unsere Gruppe, glaube ich, am meisten noch mal zusammengeschweißt, wenn wir alle da zusammen gearbeitet haben und dann sagen konnten, wir haben diesen Wein gemacht. Also es geht für dich um Gemeinschaft. Oder wie stellst du dir Kirche der Zukunft und die nächste Generation an Kirche vor? Also uns hat es sehr geholfen, sowas zu machen, damit wir wirklich zusammenwachsen. Und der Zusammenhalt war danach sehr stark. Wir waren sehr froh, dieses ja, alles zusammen gemacht zu haben. Thema Next Generation und Kirche der Zukunft. Ihr als EJHN habt ganz konkrete Forderungen. Welche sind das? Wir haben unter anderem die Forderung, dass wir klimaneutral in der EKHN werden. Das heißt, unter anderem ressourcenschonend arbeiten, dass wir auf das Thema Transport mehr achten und das auch mehr bei uns einbinden, aber auch das Thema stark in den Gremien machen und uns mehr damit vor allen Dingen auch in ehrenamtlichen Gremien auseinandersetzen und das Ganze nicht nur auf der obersten Ebene diskutieren. Ja. Wie kamt ihr denn auf die Idee, hier auf der Ideenmesse mit dem Coffee-Bike einen Stand zu machen? Wir haben das Coffee-Bike seit 2 Jahren jetzt bei uns in der Gemeinde und wir haben 2 Familienbegleiterinnen, die damit regelmäßig 2-mal im Monat auf den Spielplatz gehen. Und das läuft total gut und da das so gut läuft, wollten wir einfach anderen auch noch davon erzählen und sind hier auf die Messe gekommen. Wenn wir mit dem Coffee-Bike auf dem Spielplatz sind, dann schenken wir Kaffee aus, eine Sozialarbeiterin, Familienberaterin sind ansprechbar, sind mit den Familien in Kontakt. Aber wir veranstalten auch alle paar Monate einen Spielplatzgottesdienst und dann ist das Coffee-Bike eigentlich unser Aushängeschild und unsere Marke und die Leute kommen und Kinder feiern mit uns Gottesdienst mitten auf dem Spielplatz mit den Füßen im Sand und das ist einfach toll. Du bist ja EKD-Präses und hier auf der Ideenmesse. Was sind denn für dich hier die Highlights auf der Ideenmesse? Also ich finde es mega cool, hier zu sein und zu sehen, wie viele Menschen sich einfach Gedanken machen über Veränderung, wie viel Mut zur Veränderung hier auf der Ideenmesse ist. Und das macht einfach Bock. Ich finde immer Orte, wo man merkt, da sind Leute genauso wie ich, genauso wie alle, die hier sind, irgendwie gemeinsam unterwegs. Es gibt einfach Hoffnung. Was war denn dein Highlight hier auf der Ideenmesse? Mein Highlight war zu sehen, was für eine coole Jugendarbeit es hier gibt. Und wie stark die Jugendverbände hier organisiert sind, auch als eigenständiger Jugendverband. Genau, und einfach Leute kennenzulernen, die Vielfalt, einfach in Kontakt zu kommen, zu Netzwerken. Persönlich muss ich sagen, war mein Favorit bisher dieser Gemeindebrief im Flyer-Format von der Kirchengemeinde in Dietz.
Und dieser wunderbare Briefumschlag mit Post von deiner Kirchengemeinde, das fand ich richtig, richtig cool. Ich möchte richtig gerne daran mitarbeiten und mitdenken, wie wir als Kirche auf eine schöne Art und Weise mit viel Glitzer auf Menschen zugehen können. Glaubst du, dass es überhaupt eine Zukunft für die Kirche gibt? Auf jeden Fall. Und zwar eine, die richtig viel Bock macht und bei der es nicht darauf ankommt, irgendwelche absurden Strukturen aufzubauen und denen hinterherzulaufen, sondern bei dem es darauf ankommt, was bist du für ein Typ, welche Bedürfnisse hast du, worauf hast du Bock und wie können wir darauf Gottes Segen legen. Mein Fazit von der Ideenmesse ist, dass die Leute hier ganz viel Zuversicht und Hoffnung für die Zukunft der Kirche haben. Und das liegt vor allen Dingen an Ideen wie dem Coffee-Bike oder auch den frommen Fritten, wo die Kirche einfach auf die Menschen zugeht und mit denen ins Gespräch kommt und herausfindet, was die Menschen bewegt. Und das war ziemlich schön, heute hier zu sehen.